Netflix! No, Netflix! Ich habe gerade eben noch von dem Song von Morgenstern mich einfach zu Tode bepisst. Ich konnte nicht mehr. Ich bin fast, ehrlich gesagt, abgekratzt. Meine Stimme ist weg, weil ich so lachen musste. Ich habe mir den Clip, glaube ich, noch 3-4 Mal angeschaut. Es ist einfach ein sensationeller Clip. Ich bin hier auf einen Song gestoßen. Und zwar, ich weiß nicht, wie spricht man den Namen richtig aus? Lucy oder Lukai oder Luke, ich weiß es nicht. Also hier links oben steht der Name von dem Rapper, Musiker. Keine Ahnung, wer das ist, wie gesagt. Und ich würde mir gerne es anhören. Er ist in den Trends Top 30 oder irgendwie sowas. Und ich kenne den echt nicht. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, auch seine Musik. Und heißt der Song jetzt Ehren Chan und Batu. Ah, Batu ist ja auch ein Rapper, aber heißt der Song jetzt Ehren Chan, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Boah, meine Stimme ist gleich weg. Ich merke gerade richtig hart, ich habe so gegeiert. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Lass uns mal anschauen. Lucy. Ach, der Song heißt Lucy. Der Song heißt Lucy von Ehren Chan und Batu. Okay. Das macht jetzt Sinn. Oh Lucy, stadtweit bekannt, deine Rechnungen zahlt dein Booty. Ich hab den Rapper einfach als Lucy abgestempelt. Sorry. Es ist eigentlich, ich weiß nicht, die Rapper sollten sich mal entscheiden. Einige schreiben erst den Songtitel, dann den Namen von den Interpreten. Manche schreiben erst den Interpreten, dann den Songnamen. Und wenn du dann die Leute nicht kennst, dann denkst du, die heißen so, wie eigentlich der Titel des Songs heißt. Ist unglaublich. Wow. Wow, solche Shishas habe ich noch nicht gesehen mit LEDs hier unten. Also ich habe selber einen Kollegen, der besitzt eine Shisha-Bar, aber ich habe bei dem solche Shishas nicht gesehen. Boah, meine Stimme ist gleich tot. Und ich muss noch ein paar Aufnahmen machen. Ich hoffe, man hört mich jetzt so besser. So besser. Oh mein Gott, mein Mikrofon war komplett auf Null. So. Guck, sie kommt und die Blicke wie im Film. Doch sie strippt im Club auf ODD. Und sie trinkt auf Ex ohne Limit, aber... Ah, warte, ich hab den schon mal gesehen, den jungen Mann hier. Ich glaube, ich hab auch einen Song schon mal von ihm gehört. Keiner kann was sagen, sie hält nichts von Kritik. Sie steckt in dein Auto, solange du kein Penner bist auf Cannabis. Sie steht auf dicke Ketten und auf Haramis. Und macht alles so lange, dass Sorge Parasit auf Money Trip. Aber keiner sieht, wie hart es ist. In der Nacht ist sie oft allein. Jeder kommt, aber keiner bleibt. Keiner. Boah, es erinnert mich so krass an die. Ich würde jetzt sagen, so 90er, Anfang 20. Ne, ich würde eher sagen, so 20er, ja. Damals noch mit Songs wie Romeo Must Die und solche Sachen, ja, von Aaliyah, die leider bei einem Flugzeugabsturz umgekommen ist. Erinnert mich so diese alten Zeiten, ja. Damals auch, wie ist dieser andere Typ? Cisco! Wer Cisco nicht kennt, checkt es ab. Auch ein geiler Künstler. Damals berühmt für solche Songs auch, ja. Kiss the Dragon und solche Sachen. Um den Schmerz zu teilen, weil es nicht nach außen zeigt. Oh Lucy, stadtweit bekannt, deine Rechnungen zahlt dein Booty, weil jeder zusieht. Oh Lucy. Mein Gott, ich würde so einen Vater, Alter, umbringen. Wer? Ich kann es einfach sowieso nicht verstehen. Wenn man Kinder hat, man abhängig ist und man die Kinder noch schlecht behandelt. Alter, Kinder einfach wegnehmen. Digga, wenn man nicht als Vater kann, dann gibt das Kind auch einfach ab. Was ist das für eine Zukunft für ein Kind? Diese Bilder bei mir, wenn ich sie sehe, weiß ich nicht, bei mir kochen die Emotionen einfach hoch. Keiner, der weiß, wer sie ist, weil sie sich zuschließt, bis das Blut fließt. Sie erinnert
erinnert sich daran, wer sie mal sein wollte. Heute lebt sie in einem ihrer Albträume. Reines Herz, doch die Seele befleckt, denn jeder guckt weg, der Albtraum wurde echt. Mama war die. Also diese Bilder, was man sieht hier von klein, weil sie vom Vater so behandelt worden ist, dass sie gesehen hat, wie Vater Drogen nimmt, etc. Vom Vater einfach zur Seite gerückt worden ist, ist sie irgendwann mal zu Lapdancerin, vielleicht Prostituierte geworden oder sonst wer. Sonst wie, das sind so wahre Stories, ja. Die meisten Prostituierten kommen aus einem schlechteren Elternhaus. Nicht alle sind aus schlechtem Hause, aber die meisten, ja. Aus einem alten, armen Haus. Vielleicht auch noch schlecht behandelt worden sind. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Papa war nie da. Heute trägt sie die Erinnerungen noch am Arm. Ein allerletztes Mal, nur noch eine Bar. Und legt sich zu Mama ins Grab. Lucy. Ich weiß, das ist alles natürlich Schauspiel und habt ihr nicht gesehen. Und man soll diese Bilder auch im Kopf bekommen. Aber wenn ich sowas sehe, und ich habe das schon oft gesehen, solche Sachen, man liest auch sowas oft in der Zeitung, finde ich es krass. Finde ich es krass und mich nimmt das einfach mit. Ich bin sehr emotional bei solchen Sachen, wirklich. Oh Lucy, stadtweit bekannt, deine Rechnungen zahlt dein Booty, weil jeder zu. Aber Song ist krass. Es gibt, oder bringt so diesen emotionalen Feeling rüber, aber auch diesen düsteren, würde ich sagen, düsteren R&B, kann man sagen, R&B, es ist ja so ein Mix irgendwo bis zwischen Hip-Hop und Gesang, ja, also für mich persönlich R&B. So ein bisschen in die Richtung und es fühlt sich richtig geil an. Und sorgt für Emotionen. Beat ist auch übelst dope, Mann. Die Stimme von den Jungs sehr schön abgemischt. Schöne Echos reingelegt. Wunderbar. Richtig geil. Bei Suna. Gemacht von. Ah, Suna hat es sogar. Also mitgewirkt. Ja? Sehr geil, muss ich sagen. Schöner Song, sehr emotional, schöner Song. Apropos, ich habe von den Jungs schon lange nicht mehr gehört, von den KMN-Jungs. Was machen die? Ich hoffe, die bereiten für uns wieder was vor. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.